Willkommen zu einem neuen Part von Kirby Nightmare in Dreamland. Wir sind hier in Welt 6 und ja, müssen Welt 6 natürlich noch durchspielen. Das heißt, Level 5 wartet auf uns. Das mag mir hier gar nicht gefallen. Ich weiß, hier habe ich ein paar Mal gefailt, aber aus unerklärlichen Gründen. Oh. Dieser blöde Schirm. Na komm. Was ist denn los? So. Ja, klar. Mhm. Haha, ich bin schneller. Ja. Nee, ich nehme lieber den da oben. Boah. So, jetzt. Dadurch haben wir... Ja, sind wir einfach besser geschützt. So. Ja, das klappt ganz gut. Und du jetzt auch noch. So. Boah. Ah, gut. Da oben ist noch was zum Heilen. Das gibt's doch nicht. Ich hab doch hier meinen Panzer gehabt. Nee, ich habe ihn einfach nicht getroffen. Ach so. Ah, das habe ich vergessen. Ich kann ja unter Wasser gar nicht. Ah. Okay, wir sind tot. Oder ich bin tot. Okay, komm. Durch da. Bevor ich sterbe. So, hier war irgendwas Fieses, ne? Ja. Ich glaube, diese Stelle... Ja. Ich glaube, ich erinnere mich an diese Stelle. So, du kommst mal mit. Hier war doch irgendwas mit einem... Boah! So. Das, die kommen so angerast. Das ist das Problem. Da war doch irgendwas. Ja, gut, gut, gut. Nein! Ich sag dazu einfach nichts mehr. Das hier bringt mir überhaupt nichts. Boah, da hatte ich jetzt mehr Glück als Verstand gehabt, aber gut. So. Ah, ich muss da gar nicht rein. Mann, was mache ich denn für einen Mist? Ich muss da nicht mal rein. Ich Idiot. Ja, dich brauche ich. Jetzt komm her. Meine Güte, ich bin ja jetzt gerade echt total geladen, weil diese Stelle ist einfach schwer. So. Okay. Gott sei Dank. Wir haben es geschafft. Da kann man sich aber auch anstellen, Leute. Also mir ist diese... Mir ist das Ganze in sehr, sehr schlechter Erinnerung geblieben. Und da war es dann auch schon mit dem Level. Na, ein bisschen zu früh. Aber fast, wow. Okay, ihr merkt schon, ich bin ein bisschen darauf gefasst, auf die ganzen Level. Einfach auch deswegen, weil ich sie... Ja, schon kennen. Fail-Aufnahme mal wieder, aber gut. Mann, wie schnell ist der, bitteschön? Das ist krass. Also dieses Spiel ist echt krass. Die sind so schnell. Auch dieses komische Bombenspiel ist richtig krass geworden im Extra-Mode. Ja, es soll ja auch schwer sein, ne? So, dann geht's hier weiter. So. Ah, ja klar, natürlich hat das eine höhere Priorität hier, ne? Kennen wir ja. So. Ich weiß jetzt aber... Mir ist gerade wieder eingefallen, was hier los war. Und
dafür möchte ich hier erstmal die ganzen Viecher umbringen. Denn hier ist was. Yay! Da kann man ja sowohl als auch, also mit UFO, als auch mit Hammer oder so hin. Mit UFO ist es natürlich einfacher, weil man mit UFO, ja, damit ist man ja schon die ganze Zeit unterwegs hier. Ah Mann, das ist fies. Hier diese Stelle ist auch, ja, einfach nur fies. So, einfach mal hier so ein bisschen aufräumen, bitte. Ich mag euch alle nicht. Ja, die UFOs sind ein bisschen krass hier. Ja, das war unfair. Das war unfair. Aber gut. Na komm. So. Dann hier noch die Tomate mitgenommen. So, dann gehen wir hier hin. Ja, wie einfallsreich ich auch heute bin, ne? Unglaublich. Wow. Okay, die sind beide auf einer Seite. Dadurch, das macht sie deutlich einfacher. Jetzt sind sie beide ein bisschen zu nah, Mist, ja. Komm. Komm, jetzt schmeißt doch einer seine Bombe und dann ist gut hier. Okay, der eine ist down. Und mit einem werde ich fertig. Das könnt ihr mir glauben. So. Und dann holen wir uns noch Inferno. Das muss jetzt sein. Ups, da lang. Inferno und ein Lolli. Oha. Ja, hier können wir gut durch. Ein Problem gibt's jetzt. Ich will an dieses Leben ran. Nee. Was gibt's denn hier? Ist da drüben irgendwas? Nee. Hm. Scheint irgendwie keinen Sinn zu haben. Ah, Metanoid. Hier kommt nichts mehr. Das ist sehr gut. Mann, ich hasse auch Eis. Das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, ne? Was? Wie hat der mich bitte schon gerade eben getroffen? Naja. Egal. So. Ihr werdet dann mal down. Also ich finde das echt schlimm, auf Eis zu laufen. Egal. Komm her. Ach komm, runterschlucken. Ja gut, der hat mich noch einmal getroffen, aber wir haben es gleich. Wenn ich jetzt nicht nochmal total fail, haben wir es. Okay. Das ist jetzt nicht so schwer. Was? Noch nicht? Boah, wenn ich jetzt wegen dem noch verloren hätte. Boah, dann hätte ich mich echt aufgeregt. Okay. Wenigstens die 1 geschafft. Damit bekommen wir ein Leben. Sehr schön. Und wir haben den Schalter. Das heißt, wir können eigentlich beruhigt zum Boss gehen. Das heißt beruhigt. Metanoid. Wie der hier wird, das frage ich mich gerade irgendwie. Ah, komm. Ich habe ihn fast. Jawohl, geschafft. Also er ist echt einer der einfachsten
Bosse, ne? Möchte man meinen. Finde ich auf jeden Fall. Also, wie es euch geht, weiß ich ja nicht. Ich finde ihn sehr einfach eigentlich. Hier als Link Kirby. Ich glaube, den muss ich gleich nochmal machen nehmen. Kleiner Scherz. Aber ich finde ihn echt gut. Er ist gut gelungen. So, was haben wir hier? Etwas ganz Schlimmes. Eis. Komm, stirb doch. Was ist mit dem los? Der blockt ja einfach mal alles. Na komm. Dafür nehme ich auch deine Fähigkeit. So, was... Eis. Ich sag nur Eis. Wisst ihr jetzt, warum ich Eis hasse? Es gibt einfach nichts Schlimmeres, als auszurutschen. Und hier könnten wir gerade die Fähigkeit brauchen, naja. Gut, lassen wir uns einmal treffen, weil ich zu dumm war, die Fähigkeit mitzunehmen. Hallo? Ja, da hätten wir auch die Fähigkeit gebraucht. Ach, Mann! Warum habe ich die nicht mitgenommen? Naja. Egal. Holen wir noch dich. Moment. So. Dadurch geht das Ganze hier auch viel einfacher. Einfach auch durch das Eis. Also da ist das Eis dann wieder gut. Wie man sieht. Uns hier noch schnell die Heilung und... So. Schön. Da könnten wir theoretisch mit dem Hammer auch durch, ne? Aber ich mache das hier jetzt mit dieser Fähigkeit. Hier müssten wir mit dem Hammer durch. Und sehe ich das richtig? Die Teile kann man... Typisch. Wenn man sich halt nicht auskennt, ne? Hier können wir durch. Ganz einfach. Ja, und den Gegner kaputt machen. Mhm. So, das sollte reichen, dass er wieder... Spawns. So. Der Beam. Was können wir damit erreichen? Eigentlich nichts, oder? Ja, bis darauf, dass man... Ja, dass der mich auf jeden Fall trifft. Naja, gehen wir weiter. So. Ach du Scheiße. Nee, da fliege ich lieber bei den vielen Gegnern hier. Okay, so. Und vielleicht nochmal ein Leben holen? Nein, natürlich nicht. Da muss man schon zweimal ins Level gehen, um dann wenigstens ein Leben rausholen zu können. Und das werden wir jetzt tun. Weil ich weiß, wo der Schalter ist. Yay. So, und diesmal werde ich auch diese Fähigkeit hier behalten. Auch wenn die hier sehr scheiße ist. Wow. Zack. Zack. So, wie machen wir das hier am besten? So. Ach, schön. Noch so reingerutscht. So, jetzt habe ich vergessen, mit dem Hammer hier reinzugehen. Aber naja, so haben wir wenigstens die Gelegenheit bekommen, nochmal das Leben zu holen. Moment, wenn ich jetzt eigentlich... Wenn ich jetzt rausgehe... ups, das wollte ich nicht. Ich wollte nicht schneller machen. Dann sollten wir hier uns eigentlich den Hammer holen können. Oder war das hier? Ich weiß es schon nicht mehr. Dachte... Nein, das war... Der Hammer. Dass man den so oft braucht. Hier war der Hammer, ne? Bin ich blöd? Ja. Komm, mach deine... Pack deine Nüsse aus hier.
So. Ich bin hier ein bisschen lebensmüde, habe ich so das Gefühl. Nein! Boah! Okay, das war's. So. Den Hammer her. Ich hoffe, dass wir es jetzt mit dem Hammer schaffen hier. Es wäre ganz schlimm, wenn nicht. So. Ja, es war auch nicht einfach. Hier mit dem Hammer durch. Aber das geht. Was? Nein, nein, nein. Oh, Gott sei Dank, ich habe den Hammer noch. Und stell hier durch. So. Hier brauchten wir den Hammer, genau. Wenn wir dann da sind, wo man den Hammer braucht, dann bekommen wir dann auch wieder Heilung. Wow. Die Flammen machen mir Angst. Aber ich glaube, die können einem nichts tun. Das ist einfach nur ein Grafikbug. Also, was heißt hier ein Grafikbug? Das ist halt einfach ein, ja, ist wirklich entfernt, diese Grafik. Okay, schnell durch. Nein! Komm her. Oh. Ha, verarscht. Nee, Quatsch. Das müssen wir schon regulär machen. Nein! Warum? Warum bin ich so ein Idiot? Alles nochmal machen, das gibt's doch nicht. Oh. Okay, das machen wir dann im nächsten Part. Also, Leute. Ah, nee, komm. Jetzt hat mich der Ehrgeiz gepackt. Mann, und ich drück die ganze Zeit statt Start eben. Ja, ich hab wegen Pokémon zum Beispiel einfach mal Start auf X verlegt, ne? Ihr wisst doch warum. Ist bei den DS-Spielen zum Beispiel so und so. Ja, auf X kommt man einfach besser als auf Start. Um ins Menü zu kommen, muss man ja leider... Oh, ich bin schon da, ne? Merke ich gerade so. Da. Ah, komm, holen wir uns den Affen noch und dann... Ist gut. So. Dann pack mal deine Nüsse aus. Den Spruch bringe ich jedes Mal. Bam. So. Wir brauchen jetzt aber echt diesen Schalter. Und ich finde ihn eigentlich fies, ne? Weil man kann ja nicht unbedingt hier den Hammer haben. Das Beste wäre da, glaube ich, sogar noch Sufo. Ja, was mache ich? Da wollte ich ja gar nicht rein. Naja, gut. Hier beende ich dann mal den Part. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Und ansonsten, ja, bis zum nächsten Part und ciao.